Moin moin, liebe Halsaufschneider und Halsaufschneiderinnen, weiter geht's mit Pokémon und eurem Lieblings-Let's Player, der sich nennt Auftritt. Ich wollte mal gucken, wie lange du das durchhältst. Ja, danke, dass ich heute mit teilnehmen darf, bei deinem LP. Du hättest Off-Giant sagen müssen, mein Gott. Ja, nee, ich find's ja gut, dass ich in dem Fall bei deinem LP mit am Start sein darf, weißt du? Ja, bei meinem LP. Richtig, so, wir sprechen heute, also jetzt erstmal hier diesen komischen Baum an. Müsste der auch noch ein Begriff sein, denke ich mal, ne? Also, so, und zwar haben wir hier in dem Fall... Ich überlasse mal die Entscheidung dir. Soll ich den mit ins Team reinnehmen? Den Baum? Mhm. Den Muggelbaum. töte es. Nicht jetzt auf jeden Fall fangen, aber ich... Die Frage war jetzt in dem Fall nur an dich, ob ich das mit ins Team reinnehmen soll. Stell dich mal nicht über deine Möglichkeiten, ey. Was kann er denn so Schönes? Ist ein Stein-Pokémon, glaube ich, der kann Steinwurf, Mimikry und andere tolle Attacken. Ein Pokémon, welches sich Baum nennt, ist ein Stein-Pokémon. Ja, ernsthaft? Okay. Mimikry ist gut. Tu ihn nicht rein, nein. Okay, aber ich will ihn zumindest fangen, weil ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit im Game, den zu fangen, und ich glaube, das ist genau die hier. Und daran, dass es übrigens, obwohl, nee. Nee, untermal das akustisch, was ich gerade sagen wollte. So, ich glaube, das müsste eigentlich noch reichen, oder? Ja, noch einen Attacke und der ist nieder. Also. Nein, natürlich nicht. Hättest du gedacht, mein Ingo-Mann. Der macht dich aber kaputt, Hammer. Ja, ist kein Problem, ich habe ja noch genügend, die tanken können hier. Wenn's hart auf hart kommt... Oh, wenn's hart auf hart kommt, dann ist natürlich mein Onix. Stehst du? Ja. Dankeschön. Bärchen. So, mit Superbällen sind wir ja auch eingedeckt. Das heißt... Bärchen. Ja, aber hallo. Und er bleibt liegen. Down die Sau. Doch. Ich sollte mein Glück, glaube ich, nicht provozieren. Okay, jetzt aber. Im Superball 8 nach 8 geht's heute um... Na, werden wir euch sehen. 20 Poké-Dollar, wenn ich mir das gerade hier richtig so überlege. Warum ist das eigentlich weiblich? Na! Ich glaube, ich mache noch eine Attacke auf ihn oder so. Wahrscheinlich wird's dann davon down gehen, aber... Ich habe ja ein Load-State. Ein Safe-State gemacht. Oh. Hat der viel gebracht. Noch viermal und er ist weg. Ach, scheiße, der kann ja Fußkick, da kann ja Onix doch nicht so gut tanken. Das könnte ziemlich hart werden für Onix. Mach du noch hier einmal Tackle oder so. Nö, ich versuch nochmal. Ich habe jetzt einmal angegriffen, das hat ein bisschen weniger Hitpoints, vielleicht bleibt... Alter! Warum bleibt er nicht drin? Ey, das ist doch OP, das ja. Ding. Stein schlägt Schokolade, hä? Ging so. Ich find's auch nicht in Ordnung, dass der so stoned ist. Ah, Level 20. Ach, ich bin Blödkopf. Ich hätte ja auch theoretisch mal meinen What the Fuck reinnehmen können, um den einzuschläfern. Die guten Dinge fallen einem immer erst ein, wenn man weiß, dass man sie relativ, dass man sie früher hätte einsetzen können. Jupp. Yep. Ich bestätigt. Nein! Oh, mies. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist das denn? Mach mal was dagegen, Junge. Ist es eigentlich immer noch so, dass wenn du einen Pokéball wirfst und den versuchst zu fangen und der bricht halt aus, kannst du den Pokéball nicht mehr verwenden? Wie jetzt nochmal? Dass du die Pokébälle verlierst, wenn du die nicht erfolgreich anfängst. Logo, klar. Macht irgendwie keinen Sinn, so richtig. Na gut, ich meine, vielleicht ist da so eine Art Schaumstoffummandelung da drin, ne? Und wenn, ja, wenn du das... Ne, pass mal auf, ne? Dann öffnet sich das Ding ja, dann geht es hier in diesen Schaumstoffband rein und wenn es sich rausfriemselt, dann ist der Schaumstoffumband eben auch weg, weil es ja um das Pokémon da umgemuggelt hat. Alter, bleib doch mal im Ball drin, ich hab dich eingeschläfert. Was ist das denn? Soll ich nochmal anschlecken? Was denn? Es ist weiblich und mein What the Fuck ist auch weiblich, da ist überhaupt nichts falsch daran. Aber ich glaube, ich lasse es lieber mal. Ich mach einen Pokéball jetzt. Du kannst ihn doch grad schon nicht einfangen, meinst du jetzt? Komm. Nein! Du musst ihn schwächen. Ja, ich kann ihn ja nicht. Also wenn ich. Okay, ich kann nochmal anschlecken. Mal gucken. Vielleicht steht er ja drauf. Mal gucken, Schlecker.
Da kann ich pleite gehen. Ja, deswegen dachte ich mir auch gerade, ey. Eigentlich, noch mehr kann ich, mehr Schaden kann ich mir schlecht zuführen, glaube ich, ey. Doch, einmal an Schlabbern geht noch. Nee, ich will das nicht, ich will das, nein. Was erzählst du mir da, ey? Bleib doch einfach drin. Jetzt aber, komm. Komm, Alter. Drin ist er. Doch nicht. Ey, ist aber hartnäckig. Das kann doch nicht so, ja, ist ja auch ein Stein, aber das kann doch nicht so schwer sein. Ah, ein Stein kann nicht so schwer sein, weißt du? Ich schläg nochmal an. Was sag dich nur, aber kannst du machen. Aber wenn er jetzt nicht in den Ball drin bleibt, ne? Dann werde ich es wohl nochmal versuchen müssen. Ich habe jetzt original 6, oder das ist glaube ich schon der 7., den ich jetzt gerade ausprobiere an ihm, glaube ich, ey. Was ist denn los hier? Hast du nichts Stärkeres als einen Superball irgendwie? Nee, das ist ja das Stärkste, was man sich momentan holen kann. Ja, dann würde ich sagen, töte es. Ja, aber es gibt ja eine Möglichkeit, es zu fangen, weißt du? Meinst du echt? Irgendwie? Vielleicht ist es ja so ein unfangbarer. Oder vielleicht, wenn du ihn tötest. Das Problem ist nur, dass wir gerade an dem Unterfangen gehindert werden. Weißt du? Aber ich meine, ich glaube, der ist auf einen Hitpoint, der schläft. Was kann man da noch machen, ey? Dem Zülle ziehen oder was? Hatte er einen Hitpoint beim am Schlafen, wo du einen Ball geschmissen hast? Glaub nicht. Versuch's jetzt nochmal. Den letzten halt. Wenn es dann nicht klappt, mach ihn halt kaputt. Ich glaube auch. Das ist auch ein Turbo-Ball. Stimmt, den kann ich auch mal ausprobieren. Aber ich meine, das ist ja nur für schnelle Pokémon eigentlich. Ich versuch's nochmal mit dem Turbo-Ball. Also, das hat ja schon bei irgendeinem anderen Pokémon geklappt. Wenn nicht, dann mache ich einen Load-State und dann mache ich das Vieh einfach lang, glaube ich, ey. Wenn es damit nicht klappen sollte. Ja! Obwohl, nee, wir machen keinen Load-State, ne. Ich habe jetzt 80 Pokébälle, Superbälle verschwendet. Ich mache noch einen, einfach nur, weil ich es kann. um zu zeigen, ich habe das Geld. Ja, natürlich. Ich schmeiß das Geld zum Muggelbaum raus hier. Vielleicht denkt er sich auch irgendwann mal so, der scheint wohl Geld. Yes! Ja, da hast du ihn noch. Baby! Jetzt, weißt du, man muss den Leuten mal ein bisschen zeigen, ne? So, Imitation, 1,2 Meter groß, 38 Kilogramm schwer. Es tarnt sich als Baum, um nicht angegriffen zu werden. Es hasst Wasser, darum läuft es bei Regen weg. So. Hast du einen Namen für ihn? Baum. Ich hätte da besseren eigentlich. Warte mal. Wie heißt der Mogelbaum, hä? Ach ja, genau, hier. Den haben wir. Wie hieß er? Ja, genau. Moment. Baukai. Nee. I see. So, den guten Gutenberg haben wir auch. Das passt auch genau rein, ne? Ja, die wissen schon, was ich da vorgehabt hatte anscheinend. So, ich halt nochmal, weil der hat uns ja doch jetzt schon mal ein bisschen wehgetan, sag ich mal. Und auf JJ Anderson kann man auch noch bauen, dass der hier seinen Zerschneider da gut einsetzt. Du sag mal. Ja, bitte? Bewegst du dich gerade? Nee, ich bin gerade dabei, hier von einem Lehrern weiblich mich ein bisschen in Acht zu nehmen, mein Lieber. Und einen Anruf auch noch. Bancho, guten Abend, Jute Bodo. Darf ich unterbrechen? Ja, bitte? Ich sehe gar nichts. Okay, das ist nicht so geil. Soll ich dir gleich nochmal eine. Du stehst dann noch genau vor dem Baum und irgendwie. Soll ich dir dann gleich nochmal eine Bildschirmübertragung overall schicken? Neue, ja, glaub, ist angebracht. Weil irgendwie siehst du ja, glaub, selber, also, bewegt sich gar nichts. Nee, ich habe ja Skype bei mir gerade geschlossen, also, ne? Beziehungsweise minimiert. Also da kannst du ja nochmal, wir haben jetzt kurz einen Weg zurückzulegen, da kannst du ja schon mal sagen, hier von wegen, wir haben ja vorher auch ein Gespräch gehabt, weil es irgendwie mit Skype so Probleme gibt beim Emulator hier. Du hast ja gemeint, die Rechner werden immer schneller und die Programme werden immer langsamer, ne? Ja, so schaut's aus. Ja, das scheint wirklich nur beim GBA-Emulator eben so zu sein, irgendwie. Merkwürdig eigentlich. So, Moment, sieht man ja auch oben irgendwie halt diese Prozentanzeige da, ganz halt auf 100 und irgendwie, wenn sich was bewegt, geht's runter auf 60 oder so. Bei mir ist irgendwie die ganze Zeit bei 100, aber... Okay. So, Moment, ich schick da gleich nochmal eine. Warte. Mhm. Moment. Um das Risiko mal kurz vorzubeugen, will ich mal ganz kurz die Aufnahme pausieren. Moment, das wird gar nicht weh.